So. Wo ist Trupp Nummer 3? Wir dürfen dahin. Du schnappst dir das da. So haben sie jetzt eine gute Sicht in die Richtung. Ich weiß nur nicht, ob da überhaupt Gegner sind, ne? Sehe nämlich gerade keine. Kommst du nicht hoch? Hier da unten. Erstmal durchladen. Alles wieder im grünen Bereich. Let's rock. We're green to go. Rock on attack. I'm on the move. Ja, da ist noch okay. Da war gerade so eine Elektrostimme. Was war das für ein Gegentyp? Weiß ich gar nicht mehr. Ich mach mich los. Da hätte ich auch noch ganz gerne einen. Nimm mal dich. Da du den Running Gun kannst. Und der Raketenwerfer sollte da eigentlich hoch. Nee, er sollte irgendwo hin, wo er möglichst großes Schussfeld hat. Und sind immer schön steady. Hier ebenfalls steady. Dich rück ich doch mal ein bisschen vor. Es war so, dass du auch gleich stabilisieren kannst. Du bleibst hinten. Das ist mir echt zu gefährlich mit dir. Ein Ge... Was? Das ist eine Disk. Da oben. Oh weia. Okay. Du siehst sie nicht. Die ist noch gar nicht getriggert. Nicht wirklich. Das heißt, ich sollte jetzt einfach nur warten, bis sie in unseren Overwatch reinläuft. Ne, der wird eine Granate geschmissen. Bleibt da hinten. Dich vielleicht runter? Oder da? Ne, nicht hoch, nicht hoch. Dann wirst du auch abgeschossen. Hunker down. Lass das Ding kommen. Der war noch nicht getriggert. Ist nicht wirklich da. Ah, sehr creepy. Könnte ich jetzt aber nutzen. Ne, komm nicht so weit. Ganz knapp komme ich nicht so weit. Ich müsste also dahin vorrücken. Mich ja aufgedeckt. Nächste Runde kann ich die Rakete schießen. Wenn die nicht vorher vorrücken. Das heißt, ich mach's die alle mal auf Steady Weapon, dann Alt O. Und hoffe das Beste. Schau doch hier aus. Du, Rakete. Dahin. Idealerweise werden beide Drohnen zerstört. Beide Drohnen gar nicht erwischt. Aber die Disk ist beschädigt, das heißt, die Drohnen sollten zuallererst versuchen, die Disk zu reparieren und die Sniper sehen gar nichts. Das ist unschön. Okay, dann geh bitte da runter in Hoffnung, dass du nächste Drohne da was siehst. Das sind Sniper Nummer 2. Sniper Nummer 2 sieht auch nichts. Hey, hey, hey. Da. Wir müssen die drei jetzt rausreißen.
Ja, 59%. Mach. Ach, daneben. Dann du. 72%. Hört die andere Drohne, siehst du nicht, weil sie der Säule ist. Okay, das ist verständlich. Mit dir könnte ich run and gun. Ich muss aufpassen, die Disk oben ist im Overwatch. Also ich könnte run and gun und die dann zerstören. Und das mache ich auch. Run and gun. Dann schießt die Disk daneben. Oh, oder schießt gar nicht. Schon kann sie nicht mehr repariert werden. Das sollte helfen. Du gehst in Orch. Weil die wird sich gleich bewegen. Sie kann momentan nämlich keinen von uns sehen. Jo, sehr gut. Und sogar ein Treffer. Ja, 2 HP noch und dann ist sie im unter 50% Bereich und die ganzen Was wird das? Oh oh, oh oh, die. Au. Hui. Okay. Du. Er muss da unbedingt weg, weil wenn die Display explodiert, dann explodiert er auch. Erstmal ein Tag auf dich. Zum besseren Treffen. Das Ding ist nicht im Overwatch, also können wir weggehen. Dann geh bitte auch mal weg. So. Und ich glaube, du kannst jetzt schon finishen, richtig? Mit 2x Rapid Fire. Taxi brennt nicht. Und es lebt noch irgendwo irgendwas. 3 Trupps waren das bisher. Ach, lad, lad, lad. Du solltest dir eine andere Stelle suchen. Das ist richtig. Steady. Steady. Bleib lieber hinten. So, was kommt jetzt noch? Floater. Wenn ich das richtig höre. Bestätige! Kann weitergehen! Dann bleibe ich aber erst ein bisschen weiter. Wobei, du kannst jetzt langsam vorrücken. Hier hinten wird eh keiner hinschießen. Dementsprechend müsstest du eigentlich auch vorrücken. Wenn du wenigstens noch einen Schuss reinbekommst oder stunnen kannst. Wo ist der zweite Stunner? Du bist der zweite Stunner. Einmal nachladen, bitte. Steady. Was war das für ein Geräusch? Hinter dem Truck da hinten. Scheinen sich da eingeigelt zu haben. Gucken wir mal. Wir wollen alle in die Richtung jetzt sich ausrichten. Du. Gehen wir lieber dahin. Ich traue den ganzen Säulen und so weiter hier nicht mehr. Im Laufschritt. Das heißt, die Sniper brauchen jetzt noch 1-2 Runden, um das Ganze immer wieder mit Steady ordentlich hinzubekommen. Aber dann sollten sie eine gute Abdeckung haben und wirklich viel mehr Platz hat der Gegner ja auch nicht mehr, wo er sich verkriechen kann. Rest drückt mit Bedacht vor. Auch wenn man wenig HP hat, dann kann man wenigstens noch versuchen, einen Schuss reinzubekommen. Vor dem Ende der Runde. Ja, du kannst ruhig ein bisschen weiter vor mit deinem ganzen HP. Let's do this. Oh, das war vielleicht zu weit wegen Aufdecken. Ne, ging nochmal gut.
Viecher. Solid copy. Die sollte da schon aus. Ziel erfasst. Thin Man, 3 Stück. Ich hätte eigentlich auf Sektoiden gehofft, wegen, Verhören. Für die Sammlung quasi. Sniper sieht wieder nichts. Und zweiter Sniper sieht auch nichts. Ein Hoch auf die Sniper-Positionierung. Ja, die restliche. Wobei, dich könnte ich da hinschicken. Dann kannst du nächste Runde Run and Gun wenigstens einen von denen töten. Ja, da hinten, weil die kommen bestimmt gleich hier um die Ecke. Dich hätte ich gerne in voller Deckung. Auch wenn es ein bisschen nah dran ist. Aber die Volldeckung sollte es wettmachen. Steady. Ist eh außer Schussreichweite, aber falls einer von denen hier herankommt, kannst du das mal so machen. Ja, der ist außer Gefecht. Doch alle hier links geblieben, das ist okay. Waren nur 3 im Trupp, die sind alle 3 hier. Eigentlich würde ich ganz gerne jetzt hier eine Rakete reinschießen und die ganzen Laster wegsprengen, aber ich habe keine Rakete mehr. Dafür kann Shawnee was machen. 71% auf den Händen mit 50% Crit. Und... ja, Treffer, aber nicht genug. Könntest eine Granate schmeißen. Könntest dahin gehen, einfach eine Granate schmeißen. Wobei du auch von hier werfen kannst, oder? Sollte schon reichen für den hinteren, oder? Probier mal. Das sind zwar eine Leiche weniger, aber die Mission hat schon so viele Verwundungen bei uns verursacht, dass ich jetzt nicht riskieren möchte, einen von meinen zu verlieren. Ja, du könntest jetzt dahin Run and Gun und den töten. Dann wirst du dich ja wahrscheinlich dahin stellen und kannst ihn flankieren. Das fände ich nicht so cool. Deswegen... ne, da ist auch nicht gut. Ich könnte hier hin sprinten, da sollte er sicher sein. Ja. Und nächste Runde hat er dann einen, den töten kann. Ist hier auch nicht gerade sehr sinnvoll. Okay. Also du dickst jetzt einfach mal ihn, das passt dann. Du musst Hunker down machen. Säure und so. Du machst gar nichts, weil du viel angeschlagen bist. Viel zu angeschlagen bist. Und du wartest darauf, dass irgendjemand in dein Schussfeld läuft. Ziemlich, ne? Nee, komm. Du rückst vor. Eine besonders gute Runde. Oh, oh, oh. Nee, immer noch keine gute Runde. Shot failed to connect. Mann, noch keine gute Runde. Der kann gleich ihn flankieren. Weil unsere Jungs und Mädels beide daneben geschossen haben, aber überlebt. Der dritte Thin Man zieht sich zurück. Was? Zieht sich zurück und schießt zwischen dem Ding da durch. Wovon ich gar nicht wusste, dass es geht. Gut zu wissen. Den bleibt noch ein Thin Man. Der nicht im Overwatch ist.
okay, wenn du da durchschießen kannst, kann ich doch auch da durchschießen, oder? Nee, 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 so darf man nicht denken. In dem Spiel darf man nicht so denken. Also ich kann jetzt schießen, ja, aber es sind 57%. Deswegen mache ich Run and Gun. Dahin. Und mal Rapid Fire auf den. Puh. Okay, also wir haben jetzt 5 Leute, die sehr, sehr lange im Krankenhaus bleiben müssen. Aber keiner tot. Das ist somit das Wichtigste. Zeig mal her. Jo. Es geht beim Rest. Also nur 3 Leute, die lange im Krankenhaus sein müssen. Illyrium Alloy, Waffenfragmente, nur 1 Mail, das ist okay. Und 100 Dollar. Carapace Arm ist upgraded werden. Touch, jo. Repair all. Dann sind 26 Bucks auch schon wieder weg. Zwei Scientists. Ja, Scientists sind sehr, sehr wichtig. Dispatch. Dankeschön. Dadurch könnte die Forschung jetzt auch ein Ticken schneller gehen. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Mal gucken, was wir durch die Interrogation von denen rausbekommen. Oh, das sollte sofort angetackert werden. 2 Tage, bis die gearmt sind. Und 4 andere sind jetzt einsatzfähig. Machen wir mal schnell. Na gut, dann hier Bug-Eye. Edit Loadout, Laser Cannon. Okay. So, how'd it go, Doctor? Better than expected. Before the creature expired, I was able to extract some new information from it. You're saying that thing spoke to you? Not precisely. But when you have access to a creature's brain, certain patterns can be discerned. Recent images and thoughts. And what exactly was our late friend thinking about? This particular image appeared in the creature's thought pattern several times throughout the procedure. We've already met that thing, Doctor. This is hardly the kind of breakthrough we were... And there was a neural link in the creature's mind between this image and this one. That's the thing that pulled a disappearing act when we shot down our first UFO. And let me guess, you want to poke around in its head too. It is the next piece of the puzzle. And this time, instead of shooting it, I suggest we try to capture it alive. Ja, das kann kompliziert werden. Deswegen wollte ich es vor kurzem ja auch fast schon auf Krampf versuchen, vorher hinzubekommen, damit wir den Punkt jetzt überspringen können. Aber ja, das sollte also nächste Priorität sein bei dem nächsten UFO-Absturz. Laser Weaponry Research Credit earned. Ja, nur haben wir leider gerade nichts Laserartiges. Muton Autopsy könnte ich machen. Und wenn wir die Autopsie durch haben, könnte ich die Muton Interrogation machen. Und ich glaube, die Muton Interrogation gibt Gauss Weapon Boost. Was mir jetzt allerdings... Ich weiß nicht, was wir noch dafür brauchen. Aber eigentlich wollte ich das ja weitermachen, ne? Ja. Und wir haben die Foundry auch noch gar nicht. Ja, ich muss Richtung Experimental Warfare gehen, damit wir die Foundry haben. Und mit der Foundry dann. Focused on capturing this strange alien creature. The one that seemed to form around the crystal we discovered when we shot down the first UFO. It's all we have to go on at the moment. In times of war, there's always a leader, a general, someone giving the orders. These aliens can be no different. The real question is, what sort of power or authority does it take to control such a vast range of alien species? What incentive do they have to follow through with this plan? Was ich gerade sagen müsste, wollte. Foundry, sehr wichtig für vor allem auch die Flugupgrades. Also, dass die Flugzeuge schneller repariert werden können, dass sie mehr Schaden machen, mehr aushalten und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich jetzt doch meine Meinung geändert, was den Research angeht. Mit dem Experimental Warfare kommt hoffentlich die Foundry.